Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Infektionszahlen schießen ja nur so in die Höhe. Aber jetzt gibt's eine ganz tolle Idee aus dem Kanzleramt. Eine Osterruhe. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Infektionszahlen schießen ja nur so in die Höhe. Aber jetzt gibt's eine ganz tolle Idee von Söder und Kretschmann. Einfach mal an die Notbremse halten. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Infektionszahlen schießen ja nur so in die Höhe. Aber jetzt gibt's eine ganz tolle Idee von Armin Laschet. Einen Brücken-Lockdown. Mal gucken, ob das was wird. Herzlich willkommen zu Extra 3. Ostern, das ist die Zeit der frohen Botschaften und der Wunder. Jesus ist von den Toten auferstanden und Armin Laschet hat nachgedacht. Ich finde es ja schön, auch im fortgeschrittenen Alter immer noch mal ein neues Hobby auszuprobieren. Laschet hat sämtliche Ansätze, wie man das Virus besiegen könnte, erwogen und intellektuell durchdrungen am Wochenende. Ostersamstag hat er gedacht, man könnte das Virus verwirren durch Schunkeln. Ostersonntag hat er gedacht, man könne eine Infektion mit Hilfe von Aachener Printen verhindern. Und am Ostermontag hat er sie dann entwickelt, die Laschetsche Relativitätstheorie. Er hat gemerkt, dass das mit Corona doch relativ kompliziert ist und dass nur Impfen offenbar nicht reicht. Deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brücken-Lockdown. Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft sind, noch einmal bauen. Das also ist das Ergebnis des Jahrhundertdenkprozesses. Brücken-Lockdown. Jetzt bitte nicht vorschnell urteilen, meine Damen und Herren. Es ist ein relativ langes Wort mit 4 Silben. Weniger begabte Politiker hätten wahrscheinlich nur 3 Silben hinbekommen. Ich denke, wir alle haben Armin Laschet als politischen Strategen unterschätzt. Dieser Mann muss unbedingt Regierungschef werden. Sobald im Phantasialand was frei wird. Brücken-Lockdown, nur Frage, was genau stellt er sich da vor? Wir brauchen weiterhin weniger private Kontakte. Wir müssen mehr machen beim Homeoffice. Wir brauchen weniger Bürokratie und Bremse, sondern noch mehr Tempo beim Impfen. Impfen, testen, Kontaktreduktion. Aha, ja. Ah, und Salz hilft gegen Rotweinflecken und bei Milch auf dem Herd muss man unheimlich aufpassen. Alles geniale Gedanken, die so vor ihm noch keiner gedacht hat. Außer alle. Bemerkenswert an der ganzen Sache ist eigentlich nur, dass Armin Laschet bislang eher als großer Öffner und Lockerer bekannt war. So hat er noch im März geklungen. Ich glaube, dann ist auch die Botschaft, wir sind vorsichtig, aber wir können öffnen und zurückkehren zum verantworteten Leben. Also kein Wunder, dass Laschet nach dieser aktuellen 180-Grad-Wende nun auch schnell eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen wollte. Und zwar noch diese Woche, wird eng, glaube ich, um dort seinen Vorschlag eines Brücken-Lockdowns zu diskutieren mit seinen Kumpels und Kumpelinen. Leider hat kaum jemand auf Laschets Vorschlag reagiert. Er steht jetzt so ein bisschen da wie ein Kind, das was gemalt hat und die Eltern sagen, prima Armin, das hängen wir an den Kühlschrank und jetzt geh wieder spielen. Ist er möglicherweise falsch verstanden worden? Ist die Tragweite seiner Überlegungen nicht richtig durchgedrungen? Höchste Zeit, uns das Konzept Brücken-Lockdown noch einmal von berufener Seite erklären zu lassen, von Armin Laschets Vize-Ersatz-Pressesprecher Thorsten Sträter. Danke, danke. Liebe Bürgerinnen und Bürger des Landes, ich darf Ihnen ein gerüttelt Maß nachösterlicher Grüße von Armin Laschet übersenden. Er war übers Wochenende in seinem breitkortbezogenen Think Tank, um über die Corona-Krise zu meditieren. Und jetzt schlägt ihm eine steife Welle Unverständnis entgegen. Jedoch, warum dies? Woran wird sich gerieben? Am Wort Brücken-Lockdown? Viele vergessen, was Armin Laschet auf seinem Weg ins Kanzleramt geleistet hat. Für NRW, für Deutschland, für den Planeten Erde. Hat er nicht jede Strategie zur gnadenlosen Bekämpfung von Covid-19 ausprobiert, aber echt mal jede? Friseur auf, Friseur zu, Friseur auf. FFP2, Malle ja, Hamburg nein. Wattestab in Schülernase und Wäschespinnenkauf nur durch Albinos mit Flechtfrisur und amtlichem Schnelltest.
Baumärkte nur mit Anmeldung durch berittenen Kosaken, Gastronomie an der frischen Luft zu, Sonnenstudios auf, Homeoffice für Baggerfahrer, Kirmes nur per Zoom und geimpft wird entweder sofort oder später. Also beim Hausarzt oder im Impfzentrum. Je nachdem, ob Sie alt sind oder jung oder mittendrin und trotzdem zu doof, die ganzen Anträge auszufüllen. Zur Verfügung stehen AstraZeneca, Moderna, ein Placebo, Ahoi, Brause oder nix. Je nachdem, und Leute ohne Arme haben schlechte Karten. Alles dabei. Alles probiert. Hat doch alles funktioniert. Vielleicht nicht gerade gut. Oder länger als 10 Minuten. Oder eher im Sinne des Virus. Aber kommen Sie, jetzt wissen wir es immerhin. Wollen Sie als zukünftigen Kanzler nicht einen, der alles versucht? Der jede Woche eine Strategie erfindet? Der im Sinne der Menschen handelt? Im Geiste großer Philanthropen wie Andrew Carnegie oder dem Papst oder Thanos? Ja. Also diese Woche Brücken-Lockdown. Das sagt der Herr Laschet jetzt mal mit aller Klarheit. Eine Brücke ist doch was Gutes, denn sie überbrückt etwas. Gut, eine Brücke sieht an beiden Enden gleich aus. Trotzdem, besser als ein harter Lockdown. Das klingt schon wie eine Geschlechtskrankheit. Klar, ein harter Lockdown wäre das Beste. Schon, weil er zu 100% von den Bürgern getragen wird. Die sind ja auch schuld, laufen draußen rum und atmen sich an. Aber Brücken-Lockdown ist doch irgendwie hübscher. Es ist keine Zeit für harte Sprache. Es muss soft sein. Und wenn das einer auf dem Kasten hat, dann NRW-Ministerpräsident Armand Laschet. Denn bester Erlösermanier über Ostern eine Vision entwarf, die da zwar schon ein Jahr auf dem Buckel hatte, aber sei es drum. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Harter Lockdown, Brücken-Lockdown oder Butterblumen-Husch-ins-Gebäude-Event oder Sommermärchen 4.0 oder Reise nach Jerusalem nur eben zu Hause und ohne deren Impfquote. Egal. Hauptsache, er kommt. Andernfalls denkt Herr Laschet übers Wochenende noch mal nach. Schönen Abend noch. Danke, Thorsten Sträter. Das Ergebnis von Laschets Hirnakrobatik kommt rund ein Jahr zu spät und ist ausgesprochen vage. Aber ich sag mal, schön, dass er nachgedacht hat. Mein Gefühl ist nämlich, andere haben das noch vor sich. Während die Kanzlerin gerade versucht, die Corona-Strategie bundesweit zu vereinheitlichen, trötet Niedersachsens Ministerpräsident schon rum, dass er das ziemlich doof findet. Das Saarland bleibt bei seiner Öffnungsstrategie, während Bayern schon mal im Alleingang einen Vorvertrag für den russischen Impfstoff unterschreibt. Und Laschets Ruf nach einem Lockdown ist bereits verhallt wie ein einsamer Jodler im Wattenmeer. Wieder mal denken alle nur an sich. Und ich denke, auch beim Brücken-Lockdown, muss man ehrlicherweise sagen, ging es Laschet hauptsächlich um eine Brücke ins Kanzleramt und nicht um die Pandemie. Dabei sagen uns seit einem Jahr alle ernstzunehmenden ExpertInnen, was zu tun wäre. Und sie lagen bislang meistens richtig. Können Sie sich noch an den letzten Sommer erinnern? Wir haben gedacht, Corona ist vorbei. Aber schon im Juni 2020 hat Christian Drosten vor einer zweiten Infektionswelle gewarnt. Das wollte keiner so recht glauben. Die Kanzlerin hat Ende September gewarnt. Ohne harte Maßnahmen wird es Weihnachten 19.000 Infektionen am Tag geben. Was haben wir gelacht? Ende Oktober wurde dann beim Bund-Länder-Treffen ein Lockdown-Light beschlossen, bei dem man nur Gastronomie und Kultur zugemacht hat. Klingt dämlich. War es auch. Die Zahlen sind natürlich weiter gestiegen. Im Dezember hat Christian Drosten für einen harten Weihnachtslockdown plädiert. Sonst drohe nach Weihnachten ein Lockdown über Januar und Februar hinaus. Was haben die MinisterpräsidentInnen gemacht? Sie haben die Schulen und Läden offen gelassen, um das Weihnachtsgeschäft nicht zu gefährden. Denn wenn die Leute schon Corona kriegen, sollen sie wenigstens vorher noch schön shoppen. Konsequenz: Im Dezember sind die Infektionen gestiegen. Es waren am 23. Dezember 34.000 Neuinfektionen, weit mehr als Merkel prognostiziert hatte. Seitdem hängen wir in einem halbgaren Pseudo-Lockdown, der die Menschen zermürbt und die Wirtschaft ruiniert, weil er nie konsequent durchgeführt worden ist. Anfang 2021 gab es Warnungen, Vorsicht, Mutation. Die dritte Welle droht, die Inzidenzen müssen jetzt dringend nach unten. Die Virologin Melanie Brinkmann hat Anfang Februar gesagt, mit diesem Kurs haben wir keine Chance gegen die Mutation. Sie hat es auch vergangene Woche bei Markus Lanz noch einmal sehr deutlich formuliert. Im Januar ist klar, da kommt die Variante. Und die Modellierungen waren eindeutig. Ja, stimmt. Es war eindeutig kommuniziert und ich kann mir da auch keinen Vorwurf machen. Ich war auch laut genug mit vielen anderen Kollegen. So. Und es wurde nicht reagiert. Man hätte die Ausbreitung dieser infektiöseren Variante aufhalten können, wenn man es gewollt hätte.
Was ist stattdessen passiert? Die Länderchefs haben diskutiert, in welches Land man Ostern in Ferien fahren soll. Mallorca wurde aufgemacht. Man konnte teilweise wieder in Gartencenter, Baumärkte und in Geschäfte. Die Zahlen gingen, wie vorhergesagt, nicht runter. Deshalb darf man auch eine Expertin wie Melanie Brinkmann bei Lanz auf gar keinen Fall ausreden lassen. Sonst fällt ja noch mehr auf, dass sie recht hat. Wir haben es mit neuen Varianten zu tun. Dieses Virus, ich rede jetzt. Wir werden ständig überrascht. Ich kann mal kurz rausgehen. Ja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie mich wieder brauchen. Eigentlich brauchen wir Sie nicht. Ich habe es befürchtet. Sag mir schon mal. Ja, ich weiß. Lass mich nicht aus dem Konzept bringen. Wir haben einen Riesen. Jetzt ziehe ich auch noch von links. Doch. Wir müssen klar kommunizieren. Und das bei Herrn Kubicki von links, das geht gar nicht. Lässt sich neue Dinge einfallen. Ja. Das ist Deutschland nach über einem Jahr Corona. Präpotente Machos lachen die Wissenschaftlerin in der Runde aus. Und glauben es tatsächlich immer noch besser zu wissen. Wir sind sowas von am Arsch. Wie Sie gerade die aktuelle Krise erleben, meine Damen und Herren, das haben Sie uns wieder mal berichtet. Die Highlights präsentiert Martina Hauschild. Der reale Corona-Irrsinn. Annette Hoffmann hat sich kürzlich in einem Café in Neuss einen Kaffee geholt. Und da ist ihr etwas Seltsames aufgefallen. Dann habe ich plötzlich vor dem Café ein Schild gesehen, über das ich wirklich lachen musste. Ich durfte nämlich vor meinem Café überhaupt keinen Kaffee trinken, sondern ich musste erst 50 Meter weitergehen. Jaha, in Neuss gibt es eine Verzehrsperrzone. In § 14 der Corona-Schutzverordnung NRW steht nämlich, der Verzehr von Speisen und Getränken ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung untersagt. Wenn also Frau Hoffmann hier ihren Kaffee kauft, muss sie erst 50 Meter weitergehen und darf erst dort den Kaffee trinken. Und wenn sie dann vor einem anderen Kaffee steht, ist das egal. Aber dass man jetzt auch gleich typisch deutsch eine Zahl angibt, 50 Meter, und dann da drumherum auch noch einen Radius zieht und nicht bedenkt, dass danach die nächsten Cafés kommen, das fand ich eben absurd. Werner Müller aus Berlin fand auch etwas absurd. Er hatte einen Termin im Impfzentrum Tempelhofer Flughafen, im Hangar 4. Nur leider... Ich stand vor dem Hangar 4 und dann habe ich den Zugang gesucht, eben halt da, wie komme ich da rein? Und eben halt bin dann rund um den Flughafen rumgelatscht, aber ich habe keinen Eingang gefunden. Blöd. Immer nur hier kein Eingang im Impfzentrum. Ich habe auf meiner Suche drei Leute getroffen, die auch auf der Suche nach dem Impfzentrum waren. Solange Herr Müller noch sucht, besuchen wir Michael Kolberg in Hamburg. Der Lehrer unterrichtet Oberstufenkurse mit Schülern aus zwei Gymnasien. Es war so, dass ich im Präsenzunterricht mich darauf gefreut hatte, alle wiederzusehen, bis ich erfahren habe, die eine Schülerin, die eigentlich an einer anderen Schule beheimatet ist, die durfte nicht zu uns kommen wegen Corona. Und die einzige Möglichkeit war, dass ich dann ihr Einzelunterricht gebe an ihrer Schule. Das heißt, nach der neuen Behördenregel darf die Schülerin zwar nicht mehr in die andere Schule, aber dafür darf der Lehrer in ihre Schule. Was dann nicht so ganz logisch ist, denn letztendlich ist trotzdem ein Besuch in einer fremden Schule, in einem fremden Schulgebäude dann nötig. Ja, die Regel ist auch wieder aufgehoben. Herr Müller, haben Sie den Eingang zum Impfzentrum gefunden? Nach anderthalb Stunden Suche habe ich die Operation aufgegeben und warte jetzt auf einen neuen Impftermin. Frau Hoffmann hat sich die Verzehrsperrzone in Neuss noch mal genau angesehen und hat was überlegt. Meine Freundin mag vielleicht den Kaffee im Café B lieber als ich und ich mag ihn im Café A. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass meine Freundin anschließend zum Trinken zu mir kommt und ich zum Trinken zu ihr und wir dann einfach vor dem jeweils anderen Café stehen und unseren Kaffee einnehmen. So wird Kaffee trinken zum Erlebnis, dank der Verzehrsperrzone in Neuss. Wenn Sie Ihre Familie demnächst mal wieder im großen Kreis sehen wollen, dann gehen Sie doch einfach mal zusammen zu einer Querdenken-Demo. In Stuttgart sind mehr als 10.000 auf dem Wasen zusammengekommen. Ohne Masken, ohne Abstand. Willkommen beim Stuttgarter Kein-Maskenball. Wir lernen, man darf in Deutschland gegen das Gesetz verstoßen, wenn nur genügend Menschen mitmachen. Die Stadt Stuttgart hat die Demo laufen lassen. Sie hatten offenbar auch keine andere Wahl dort. Aus juristischer Sicht hatten wir einfach keine Handhabe, diese Veranstaltung zu verbieten. Weil nach der Aktenlage hatten wir keine Veranlassung, dem Anmelder zu unterstellen,
dass er die Corona-Auflage nicht einhalten wird. Dazu gab es keine Veranlassung, das zu unterstellen. Außer, dass es bislang bei wirklich jeder Veranstaltung dieser Art der Fall war. Auf jeden Fall wurden bei der Versammlung von rund 2000 Menschen am Samstag in Nürnberg alle genehmigten Auflagen krass missachtet. Da Abstände an vielen Stellen nicht eingehalten wurden. Dass 90% der Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben, weil gegen Hygieneauflagen verstoßen wurde. Masken hat kaum einer getragen. Aber jetzt wird alles anders. Das ist doch, als würde man einem Hund zum 8. Mal ein Steak hinlegen und sagen, hast du, das isst du aber nicht. Haben wir uns verstanden? Ah, er hat es wieder gegessen. Davon war ja nicht auszugehen. Jetzt waren da 1000 Polizistinnen und Polizisten anwesend. Die sind aber in Stuttgart auch nicht eingeschritten. Ich muss sagen, inzwischen verhält sich die Polizei den Querdenkern gegenüber so friedlich, dass ich mich frage, ist das überhaupt noch Merkel-Diktatur? Und woran hat das gelegen? Hat die Polizei gepennt? Also etwas vehementer hätte man schon auf Hygienevorgaben bestehen können. Vielleicht hätte die Polizei mit Wasserwerfen ein Angebot zum Händewaschen machen können. Sowas eben, ja. Nichts dergleichen ist passiert. Einige Beamte sind da praktisch mitmarschiert. Es ist nur nicht so aufgefallen, weil die rückwärts gelaufen sind. Es scheint auch immer wieder Sympathiebekundungen zu geben. Mal gibt es einen Daumen hoch, wie hier in Leipzig. Hey, super, super! Ja, super. Mal gibt es andere Gesten der Solidarisierung. Im Netz kursieren Aufnahmen, die für Diskussionen sorgen. Dieses Foto etwa, eine Polizistin, die sich offenbar mit Corona-Kritikern solidarisiert. Ja, allerliebst. Ich meine, ich mag es auch, wenn die Polizei freundlich ist, aber warum habe ich das Gefühl, es ist immer bei diesen Querdenken-Demos, dass sie da besonders nett sind? In Stuttgart haben sich ein Polizist und ein Querdenker sogar freundschaftlich abgeklatscht, so sah es zumindest aus. Die Polizei Stuttgart hat daraufhin erklärt, uns erreichen viele Nachrichten aufgrund eines Videos, das einen Kollegen bei einem vermeintlichen Handschlag mit einem Aufzugsteilnehmer zeigt. Nach Rücksprache mit dem Beamten ergriff der Versammlungsteilnehmer nach einem Gespräch dessen Hand und streckte sie in die Höhe. Aha, bei der nächsten Demonstration der Black Lives Matter-Bewegung möchte ich auch mal sehen, ob da ein Demonstrant die Hand eines Polizisten in die Höhe streckt. Und vor allem, ob er die Hand danach noch bewegen kann. Es sieht wirklich verdächtig oft nach Solidarität, nach Sympathie, nach Unterstützung aus. Es sind auch manchmal die Kleinigkeiten. Zum Beispiel hat die Stuttgarter Polizei auf Twitter von Pandemiekritikern geschrieben. Hier, aufgrund mehrerer Kundgebungen von Pandemiekritikern. Was sind denn bitte schön Pandemiekritiker? Die anderen sind Pandemiefans oder was? Wäre ja lustig alles, wäre sehr lustig, wenn es nicht so dramatisch wäre. Denn mit ihrer Pandemiekritik verlängern die Pandemiekritiker diese Pandemie ja nur. Ich habe das Gefühl, vielen auf diesen Demonstrationen geht es gar nicht so sehr um Querdenken im Sinne vom kritischen Reflektieren. Ich glaube, vielen geht es vor allem darum, ihr Verhalten nicht ändern zu müssen. Ja, die sind einfach genervt. Und das ist ja bei Corona genauso wie beim Klimawandel oder anderen globalen Herausforderungen. Es ist so eine Mischung aus Trägheit und Denkfaulheit. Und warum soll ich eine Maske tragen, um andere zu schützen? Warum soll ich weniger Auto fahren? Kreuzfahrtschiffe sind doch viel schlimmer. Ja, die anderen sind natürlich viel schlimmer und viele denken ja auch, ihr als Einzelner, ich kann doch eh nichts ändern. Ach Mensch, wer lässt denn hier ständig das Licht brennen? Denk doch mal ans Klima. Weißt du, was die Chinesen an einem Tag in die Luft blasen? Da kommt's auf eine Glühbirne auch nicht an. Stimmt. Ich mach's wieder an. Wir erziehen unsere Tochter zu einem guten Menschen. Da ist es wichtig, dass wir ihr ein echtes Vorbild sind. Warum dürfen eigentlich Onkel Peter und deine Arbeitskollegin zum Grillen kommen, trotz Corona und ich darf nicht schwimmen gehen? Ja, das ist ja was ganz anderes. Also wir sind dann ja gerade fast noch nur zwei Haushalte. Und außerdem ist das ja draußen. Wir schieben den Tisch auch ums Eck, wo uns keiner sieht. Nur weil wir mal grillen, geht ja die Inzidenz nicht gleich hoch. Ach so, genauso wenig wie bei unserer Mallorca-Reise über Ostern. Ja, da hat unsere Hanna schon irgendwie recht. Aber wir sind ja nur drei Personen. Genau. Wir Einzelnen machen da ja keinen Unterschied. Sonst hätte unsere Regierung das verbieten müssen. Die können uns ja nicht die Verantwortung dafür überlassen. Du Papa, warum muss der Vater von Marie eigentlich immer so lange arbeiten? Weil er als Paketzusteller so wenig verdient, dass er abends auch noch beim Pizzalieferservice arbeiten muss. Ach so. Das ist wirklich schlimm. Aber die da oben lassen das ja zu.
Warum macht da keiner was? Ja, aber jeder bestellt online alles Mögliche. Duftkerzen, Zwiebelmett oder Staubsaugerbeutel. Und das nur, weil sie faul und geizig sind. Also wäre es besser, wenn jeder beim Laden um die Ecke die Sachen selber kaufen würde. Genau. Und warum bestellt ihr dann immer bei Amazon? Ja, aber nur manchmal. Und ja auch nur ganz klitzekleine Pakete. Na, das war ja wohl nichts. 16 Uhr sollten Sie hier sein. Jetzt ist 10 nach. Und eine Unterschrift brauche ich noch, bitte. Und die Nachbarn bestellen ja auch. Die hätten also eh die Tour fahren müssen. Da machen wir Einzelnen ja auch keinen Unterschied. Mama, bei Amazon gibt es doch auch Fensterscheiben, oder? Eine Rechnung? Du hast mit deinem Ball eine Scheibe bei den Müllers kaputt geschossen? Was? Ja, aber es war ja in dem Haus nur eine Scheibe von vielen. Ich Einzelne mache da ja keinen Unterschied. Aber... Ein Film von Oliver Durke und Anna Metzentin. Und nun eine Meldung aus der Rubrik, was unter Donald Trump undenkbar gewesen wäre. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen schlägt einen Mindeststeuersatz für internationale Konzerne vor. Das wäre sowas wie eine globale Steuerreform. Ein Versuch, die Spirale beim Steuerdumping mit vereinten Kräften zu stoppen. Also das wäre mal was. Im Moment ist es ja so, während Sie sich gerade überlegen, was Sie wohl bei Ihrer Steuererklärung noch absetzen könnten, haben sich viele Firmen bereits abgesetzt, und zwar ins Ausland. Ihre Gewinne versteuern Sie natürlich da, wo es wenig zu versteuern gibt. Wir haben Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit mal gefragt, um welche Summen es hier geht. Nach unseren ganz groben Überschlagsrechnungen verliert Deutschland jedes Jahr ungefähr 10 bis 15 Milliarden Euro durch die Steuervermeidung der großen Konzerne. Und zwar nicht nur durch die üblichen Verdächtigen Amazon, Apple und so weiter. Auch viele deutsche Firmen lagern ihre Gewinne auf diese Weise aus. Die 30 deutschen DAX-Konzerne haben insgesamt fast 3.800 Tochterunternehmen in Steueroasen. Firmen wie Bayer oder die Allianz oder die Deutsche Bank. Die haben verwirrende Firmenkonstrukte, bei denen der deutsche Fiskus nur noch raten kann, wo das Geld gerade ist. Va bene. In welcher Scheinfirma sind die Gewinne von der Deutsche Bank versteckt? Ist sie hier? Ist sie hier? Ist sie ganz weg? Allora, ciao. Ja, ja, ciao, ciao. Die Firmen betonen natürlich alle, dass sie sich bei ihren Steuerzahlungen an den bestehenden Gesetzen orientieren. Und ich denke, das ist auch so, und zwar am Gesetz des Marktes und am Gesetz des Dschungels. Besonders pikant wird es natürlich, wenn Firmen, die wegen Corona Hilfe vom Staat bekommen haben, ihre Gewinne ebenfalls in Steueroasen verschieben. Wir sehen das beispielhaft bei großen Unternehmen wie zum Beispiel der Lufthansa, die jetzt in der Krise zu Recht gerettet werden musste, aber die eben in den guten Zeiten ihre Gewinne nach Malta verschoben hat, um da in Deutschland möglichst wenig Steuern zu zahlen. Ja, ist ja auch sicherer. Das Geld mal lieber nach Malta bringen, bevor der Staat drauf zugreift, der einen dann in der nächsten Krise wieder rettet. Das ist ja auch nur vernünftig. Interessanterweise sind es nicht nur die bekannten exotischen Steuerparadiese wie die Cayman Islands oder die Jungferninseln, in die das Geld abfließt. Es gibt auch Steueroasen wie die Niederlande. Die Niederlande sind ein ganz beliebter Standort für Holdinggesellschaften, also Unternehmenssitze, in denen oft nicht besonders viele Leute sitzen, sondern die vor allen Dingen eben als Firmenhüllen Gewinne aus der ganzen Welt ansaugen. Ja, wirklich. Die Niederlande sind eine Steueroase. Auch wenn das Wort in dem Zusammenhang seltsam ist, stellen Sie sich vor, Sie kommen nach 3 Tagen in der Wüste in einer Oase an und sagen, oh, gibt's hier Wasser? Nee, poffertjes. Schon bekannter ist da die Steueroase Luxemburg, das Großherzogtum Luxemburg, auch ein EU-Staat. 75% aller Firmen in Luxemburg gehören Ausländern. Und Luxemburg ist nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds das reichste Land der Welt. Kennen Sie zum Beispiel die Reimanns? Die Reimanns? Kennen Sie nicht die Reimanns? Ich auch nicht. Das sind sie nicht, aber ich stelle sie mir so vor. Die Reimanns sind nämlich sehr diskret. Es ist eine der wohlhabendsten Familien Deutschlands. Und diese Familie hat ihr Vermögen zum Beispiel mit Klerasil, Calgon und Jakobskaffee aufgebaut. Keine Ahnung, ob es da bei den Inhaltsstoffen irgendwelche Überschneidungen gibt, aber das ist gar nicht das Thema. Diese Reimanns haben laut Recherchen von ARD Panorama mit einer Holding in Luxemburg im Jahr 2017 einen Gewinn von 338 Millionen Euro gemacht und haben dafür im Großherzogtum gezahlt 1,1 Millionen Steuern. Das ist ein Steuersatz von etwa 0,3%. Alles völlig legal.
Aber das müssen Sie immer als Normalverdienerin oder Normalverdiener mit 3.500 Euro brutto probieren. Schreiben Sie einfach mal ans Finanzamt. Hi Leute, ich verdiene 3,5, aber ich habe eine Tochter in Luxemburg, deshalb will ich nur 0,3% zahlen. Den Zehner habe ich in Briefmarken beigelegt. Bussi. Das geht natürlich nicht. Das wäre nicht legal. Da gäbe es Ärger. Ja, bei großen Firmen geht es aber. Ist das ein Widerspruch? Wolfgang Kubicki, der kennt sich mit solchen Fragen gut aus. Er hat das von vor Jahren schon mal erklärt. Also es gibt durchaus auch legale Gründe für entsprechende Firmen, abgesehen davon, dass Steuervermeidung mit juristischen Konstruktionen keine Straftat ist, sondern schlicht und ergreifend eine Gestaltung, die natürlich nur dann Sinn macht, wenn man über entsprechende große Einkünfte verfügt, denn ansonsten wird es einfach zu teuer. Genau, man muss genug Geld haben, sonst ist es sinnlos und es ist legal, also brauchen wir andere Gesetze. Man braucht entsprechende Rahmenbedingungen, ganz klar. Wasser wird ja auch zur Pfütze, wenn man es nicht in ein Glas gießt. Dass Firmen so gut sind in der Steuergestaltung, ist natürlich eine schlechte Nachricht für alle Kinder in Deutschland. Die hoffen, dass das städtische Schwimmbad renoviert wird. Dafür eine gute Nachricht für die Kinder mit Aktiendepot. Die können sich über Dividendenausschüttungen freuen. Gut, dass wir da nochmal die Begrifflichkeiten klären. Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, Steuergestaltung. Kleiner Tipp von mir, Steuerhinterziehung sagt man nur bei kleineren Beträgen. Also sagen wir mal Jahreseinkommen unter 1 Million Euro, da redet man vielleicht von Steuerhinterziehung. Bei größeren Beträgen ist es dann aber Steuergestaltung oder eben auch sehr schön Steuervermeidung. Imagefilm Bund der Steuervermeider in Deutschland e.V., Szene 1, Allianzvorstand, Klappe die erste und bitte. Steuern vermeiden ist ganz einfach. Schön blöd, wer die ganzen Steuertricks nicht kennt oder sich niemanden leisten kann, der sie kennt. Gründen Sie einen Arsch voll Tochterunternehmen in Steueroasen. Völlig legal. So wie viele andere erfolgreiche... Mama, ich will Pizza mit Trüffel bestellen. Rat. Ruhe bitte, wir drehen. So, das machen wir gleich nochmal. Szene 1, Allianzvorstand, Klappe die zweite. Und bitte. Gründen Sie einen Arsch voll Tochterunternehmen in... Arsch sagt man nicht. Oh Mann, Jean-Luc! Und aus. Wieso ist er denn nicht in der Schule? Corona? Nee, Rohrbruch. Mal wieder. Steht alles unter Wasser. Unterricht fällt aus. Also wenn Sie mich fragen, abreißen und neu bauen das Ganze. Aber dafür ist natürlich mal wieder kein Geld da in diesem Land. Oh. Toll, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, wenn es schnell geht. Szene 2, Amazon Management, Klappe die erste. Gewinnmaximierung ist es, was die besten Manager auszeichnet. Gewinne werden höher, wenn man Tricks anwendet und unnötige Sachen möglichst vermeidet. Hohe Gewerbesteuern zum Beispiel. Sorry, Schlagloch. Cut. So, dann machen wir gleich nochmal. Amazon Management, Szene 2, Klappe die zweite. Und bitte. Gewinne werden höher, wenn man Tricks anwendet und unnötige Sachen möglichst vermeidet. Hohe Gewerbesteuern zum Beispiel oder Pinkelpausen für unsere Fahrer. Sorry. Sag mal, was ist denn das hier für eine Scheiße mit diesen Schlaglöchern? Gibt's keine vernünftigen Straßen mehr oder was? Cut. Naja, also das Instandhalten der Infrastruktur, das kostet halt Geld, ne? Ja, wieso investiert denn der Staat da nicht mehr? Das ist doch ein Skandal. Was sind denn das für Straßen? Sowas kann man doch nicht anbieten. So ein Scheiß hier. Szene 3, Lufthansa-Vorstand, Klappe die dritte. Und bitte. Wir Firmen vom Bund der Steuervermeider setzen uns kreativ dafür ein, dass die Welt... Das ist wichtig, sorry, da muss ich rangehen. Cut. Hallo? Ja, genau, es geht um das Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise, ja. Pass auf, ich hab... Ja, ich höre dich, kannst du mir... Also Funklöcher in Deutschland, das ist eine Schande. Ich hab oft nur Edge. Und in diesem Gespräch ging es um Milliarden Euro Staatshilfen. Wie soll man denn so arbeiten? Das ist sicher hart. Digitalisierung, das ist eine ganz große Aufgabe. Aber da muss der Staat auch ganz entschlossen anpacken und ausbauen. Im großen Stil. Hm. Die Welt ein Stückchen besser machen. Für uns und unsere Gewinne. So, danke. Das war ja ein guter Dreh. Also den nächsten Imagefilm drehen wir ganz bestimmt nicht in Deutschland. Hier funktioniert ja gar nichts. Kennt einen auf den Cayman Islands. Der macht's auch ohne Mehrwertsteuer. Und vor allem ist es da immer warm. Tschüss. Boah. Ein Film von Freddy Radeke und Jakob Leube. Es gibt sogar Steueroasen in Deutschland. Die Kommunen in Deutschland können ja den sogenannten Gewerbesteuerhebesatz selbst bestimmen und damit Unternehmen anlocken. Ein Beispiel, die Gemeinde Monheim am Rhein. Ein Ort, bei dem man sich fragt, wenn das eine Oase sein soll, wie sieht dann bitte die Wüste aus? Monheim liegt direkt neben Bayer Leverkusen und nachdem es die Gewerbesteuer extrem gesenkt hat, sind Tochterfirmen von Bayer
in das Kaff umgezogen. Monheim ist auf diese Weise sehr reich geworden. Die haben da inzwischen tatsächlich selbstfahrende Busse, mit denen man die Schönheiten der Stadt bewundern kann. Und ich war da, die 30 Sekunden, die lohnen sich wirklich. Leider hat die Stadt dann aber Geld bei der Bremer Greensill Bank angelegt, die gerade von der BaFin geschlossen wurde. Jetzt droht ein Totalverlust von 38 Millionen Euro. Wie gewonnen, so zerronnen. Vielleicht ist es ja ein schwacher Trost, dass auch andere nicht mit Zahlen umgehen können. Das muss gerade eine Rentnerin in Ostfriesland erleben, hat in diesem Fall aber nichts mit Geld zu tun. Max Engel. Das ist Frau Hinrichs aus dem malerischen Marienhafe in Ostfriesland. Hier lässt es die rüstige Rentnerin morgens gerne ruhig angehen. Bis es losgeht mit den täglichen Anrufen der Zuschauer des MDR, die sich verwählen. Mein Telefon, das habe ich seit den 60er Jahren. Und so ungefähr vor 20 Jahren bekam ich ständig Anrufe vom Mitteldeutschen Rundfunk, die fehlgeleitet wurden. Und dank dieser Fehlleitung hat der MDR seit 20 Jahren eine günstige Mitarbeiterin. Geringere Kosten durch zufälliges Ehrenamt, da müssen jetzt alle ran, auch Rentnerinnen in Ostfriesland. Homeoffice in Marienhafe für den MDR in Leipzig. Genial. Das Problem besteht in einer Verwechslungsgefahr der Vorwahlnummer. Dadurch bekommt Frau Hinrichs bedauerlicherweise hin und wieder Anrufe, die für den MDR bestimmt sind. In guten Stoßzeiten auch mal 50 Anrufe pro Tag. Und am 1. Februar, das war der, ich sage immer, Telefonmarathon, da waren es 80 Anrufe. Ja, 80 Anrufe voller Lob und Dank für das Fernsehprogramm im MDR. Hinrichs, hallo. Was haben Sie hier für eine Scheiß-Sendung gebracht und sowas, das kann man doch nicht angucken und. Mittwoch, 10. Februar, 12.19 Uhr. Hallo, ich wollte den MDR anrufen. Hallo. Ja, hallo. Und nicht nur die Zuschauer rufen an. Auch in der internen Kommunikation ist Frau Hinrichs eine wichtige Stütze. Zum Beispiel der Mitteldeutsche Rundfunk, wenn die ihre Faxgeräte angeschlossen haben. Dann bin ich ja bald abgedreht morgens. Dann ging das los, das Fax. Düt, düt, düt. Ich habe aufgelegt. Minute später. Düt, düt, düt. Natürlich hakt es mal in einer langjährigen Geschäftsbeziehung. Aber es ist doch verständlich, dass der MDR seine günstigste Mitarbeiterin nicht einfach gehen lässt. Wir sind schon länger in engem Austausch mit Frau Hinrichs und haben unsere Hilfe angeboten, sie beim Wechsel ihrer Telefonnummer aktiv zu unterstützen. Denn der MDR wird seine Nummer selbstverständlich niemals ändern. Und zum 20. Dienstjubiläum gab es sogar einen praktischen Präsentkorb voller nützlichem MDR-Merchandise fürs Homeoffice. So kann sich der MDR auch weiterhin auf Frau Hinrichs verlassen. Wenn sich Menschen bei uns melden, da geht es immer häufiger um ein sehr kontroverses Thema: Gendern. Alarm! Gendern. Ja, manchen gendern wir zu wenig oder nicht konsequent genug. Vielen gendern wir viel zu viel. Es ist eine Glaubensfrage geworden, über die mit Inbrunst, sehr verbissen, ohne Rücksicht auf Verluste, diskutiert wird in Deutschland, gestritten wird in Deutschland. Es ist für die einen einfach eine Frage der Höflichkeit zu gendern, für andere ist es Sprachverhunzung, linksgrüne Diktatur und der Untergang des Abendlandes mindestens. Dabei geht es ja eigentlich nur darum, sprachlich zu verdeutlichen, dass man eben nicht nur Männer meint. Man sagt eben statt Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer oder LehrerInnen. Was viele Männer aber verstehen, ist, wir nehmen dir den Penis weg. 2019 hat der Verein Deutsche Sprache den Aufruf Schluss mit dem Gender-Unfug gestartet. Zehntausende haben dort schon unterschrieben. Unter anderem Hans-Georg Maaßen. Und das war für mich der Anlass, jetzt auch mal mit dem Gendern anzufangen. Die meisten GegnerInnen des Genderns finden ja, dass diejenigen, die gendern, einem fundamentalen Irrtum aufsitzen, dass sie nämlich das grammatikalische Geschlecht verwechseln mit dem biologischen Geschlecht. Natürlich meint der, die das im Deutschen nicht das biologische Geschlecht. Ist ja klar, also die Wurst ist keine Frau. Und ja, das generische Maskulinum schließt offiziell alle Geschlechter mit ein. Ein Lehrer kann auch eine Lehrerin sein oder ein lehrender Transgender-Mensch. Also warum die Aufregung? Ja, es sind doch alle mit gemeint. Nun, die Aufregung kommt daher, dass es natürlich Gründe gibt dafür, dass es der Ministerialdirigent heißt und der Ingenieur, aber die Hebamme
und die Zofe. Sprache ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und war das immer schon. Und Frauen waren eben auch sprachlich. Lange das, was sie in der Gesellschaft, in der Theologie, in der Biologie, in der Forschung und in der Medizin auch waren, nämlich nur eine Abweichung von der männlichen Norm. Und was passiert auch heute noch, wenn man Kinder bittet, drei Polizisten zu malen? Die meisten malen drei Männer. Wir sind alle damit groß geworden. Früher haben Frauen auf die Frage nach ihrem Beruf gesagt, ich bin Einzelhandelskaufmann. Und ich kann wirklich alle verstehen, die sagen, das geht so nicht mehr. Aber um vielleicht auch etwas abzurüsten beim Krieg der Sternchen, es wird ja niemand gezwungen, in der privaten Kommunikation zu gendern. Ich selbst gendere ein wenig inkonsequent vor mich hin. Und ich finde, ich darf das. Das ist die Freiheit der Künstlerin. Meine Meinung. Ja, man kann es auch machen wie Harald Schmidt. Er bringt alles das mit, was sich die Baden-Württemberger innen wünschen. Auch das ist möglich. Und es wird in Deutschland auch weiterhin erlaubt sein, ausschließlich das generische Maskulinum zu benutzen. Dann klingt man halt wie Friedrich Merz. Kein Problem. Oder sagen wir, ihr Problem, aber nicht meins. Und wenn man denn gendern will, klar, da muss man sich erst dran gewöhnen. Es mag sein, dass es manchmal länger dauert, wenn man im Alltag sagt, ich gehe mal schnell zur Bäckerin. Das kann sich schon mal zum Dialog ausweiten. Ja, Schatz, ich gehe mal schnell zur Bäckerin. Wieso Bäckerin? Ist der Bäcker krank? Nein, ich gehe zum Bäcker und zur Bäckerin. Bäckerin. Aber der Bäcker ist doch geschieden von der Bäckerin. Die ist doch gar nicht mehr im Laden. Ja, ich gehe trotzdem zur Bäckerin. Warum? Hast du was mit der Bäckerin oder wie oder was? Das kann aufhalten. Ist aber letztlich auch nur eine Frage der Gewöhnung. Und eins ist ja doch klar, Sprache hat sich immer schon verändert. Oder benutzen Sie noch Wörter wie Oheim, Base oder Haselieren? Sie wissen nicht mal, was das ist. Haselieren? Dann lieben Sie wohl Ihre deutsche Muttersprache nicht. Haben Sie mal einen Blick in einen deutschen Text aus dem 13. Jahrhundert geworfen? Da verstehen Sie kein Wort. Und immer schon haben die Menschen über Sprache diskutiert und ihre Bedeutung. In einer Zeit, als das Gendern noch in weiter Ferne lag, war die deutsche Sprache noch rein, erhaben und unkompliziert. Naja, meistens jedenfalls. So, ist er bereit, unsere Proklamation zu Pergament zu bringen? Ja, Eure Majestät, können beginnen. Gut, so schreibe er. Es ist unser Wille, unsere Burg um einen weiteren Wehrturm zu erweitern. Unser Wille? Also ich wollte lieber eine Terrasse Richtung Süden. Ja, ich meinte jetzt auch nicht unser Wille, sondern unser Wille. Also nur wir ohne euch. Ach so, du ohne mich. Na dann sag das doch. Typisch verbohrter Mann. Es ist ihm total egal, ob wir anderen in seiner Sprache vorkommen oder nicht. Pff, ja wie jetzt? Soll ich mich da jetzt umstellen oder was? Also wir. Sagt der König wir statt ich, dann versteht man ihn oft nicht. Statt Pluralis Majestatis sagt lieber ich, auch wenn es hart ist. Was? Wir sollen ich zu uns sagen? Was erdreistet er sich? Wer, er? Nein, nicht er. Er. Ach, ich? Ja, er. Ja, sorry. Ich dachte, wenn ihr euch ich nennt, wird klarer, dass ihr nur einer seid. Wir haben schon immer wir zu uns gesagt und das bleibt auch so. Ja, mein Gott, dann sage ich halt nächstes Mal gar nichts mehr. Ich finde, eine gerechte Sprache sollte die Leute, um die es geht, auch klar benennen. Das fände ich narrensicher. Es ist nun einmal Gottes Wille, dass Sprache für immer so bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Ich meine, wenn wir jetzt was verändern würden, wo kämen wir denn da hin? Dann landen wir irgendwann bei ich, der König, schlage dich zur Ritterin mit Gendermorgensternchen oder was. So, Quatsch. Unsere schöne Sprache wird verhunzt. Was würde Walter von der Vogelweide sagen? Wer soll sofort sein dreckiges Schandmaul halten? Wer jetzt? Walter von der Vogelweide? Nein, er. Ach, ich? Ja, okay. Wollt ihr, dass man's schnell kapier? Sagt er zu ihm und du zu mir. Genug jetzt. Er soll ihm den Kopf abschlagen. Wer jetzt wem? Oh, lass mal ihn mal selber. Er hat ich gesagt. Und so kam es, dass sich die deutsche Sprache niemals veränderte und genauso blieb, wie sie schon immer gewesen war. Er hat ich gesagt. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende, bis auf den Hofnarren. Ein Film von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Also wer das Gefühl hat, dass das Gendern die schöne deutsche Sprache verhunzt, der möge es meiner Meinung nach einfach lassen. Diese elegante Sprache mit melodiösen Worten wie Lebensmittelüberwachungsbeamter, da noch ein Sternchen und innen dran nicht zum Aushalten. Hölderlin rotiert im Grab. Aber regen Sie sich doch einfach nicht über andere Menschen auf, die so sprechen möchten. Ich muss sagen, ich kenne auch persönlich in meinem Umfeld wenige Menschen mit ausgeprägtem Sprachgefühl,
die das Gendern kategorisch ablehnen. Es sind eher diejenigen, die mir zum Geburtstag mit herzlichen Glühstrumpf zum Wurzeltag gratulieren. Nur mal so nebenbei. Sarah Bosetti bekommt auch schon mal Mails und Kommentare zu diesem Thema, manchmal mehr, manchmal weniger eloquent, und sie weiß auch, wie man sie beantwortet. Ich habe auch mal einen Text zum Thema Gendern geschrieben. Unter dem dazugehörigen Video auf YouTube haben mich viele, viele wunderschöne Kommentare erreicht. Zum Beispiel schreibt Thomas, wer aufs Gendern Wert legt, gehört zum Psychologen. Ja, Thomas. Oder halt zur Psychologin. An einer Stelle in dem Video sage ich, die Entscheidung, ob ein Thema relevant ist, sollte nicht ständig von denen gefällt werden, die von einem Missstand nicht betroffen sind. Woraufhin Jesus Christoph schreibt, sollte vielleicht nicht, aber kann ruhig. So funktioniert unsere Demokratie. Immer nur auf die Betroffenen zu blicken, schafft jetzt schon genügend Probleme. Nee, Jesus, wenn denn mal auf Betroffene geschaut und gehört wird, dann schafft das keine Probleme. Es macht Probleme sichtbar. Das heißt nicht, dass es die Probleme vorher nicht gab. AB schreibt, die, also ich, würde Männer offensichtlich am liebsten wegen ihres Geschlechts ins KZ sperren. Zumindest so lange, bis sie ihrer linken Ideologie folgen. Okay, krass. Ich dachte immer, ich wolle bloß Gleichstellung und respektvolles Miteinander. Aber ich bin ja auch eine Frau. Woher soll ich schon wissen, was ich will? Außerdem schreibt AB, Feminismus existiert, um hässliche Frauen irgendwie in die Gesellschaft zu integrieren. Ja, das stimmt. Und der Feminismus ist sehr erfolgreich darin. Er macht uns hässliche Frauen sogar schöner. Ich meine, guck mich an. Ohne Feminismus sähe ich äußerlich immer noch wahnsinnig gut aus, müsste aber alles, was du sagst, unwidersprochen hinnehmen, was mich fast so hässlich machen würde wie dich. Stoner420 schreibt, man diskutiert übers Gendern, während jedes sechste Kind in Deutschland in Armut lebt. Einfach nur lächerlich. Siehst du, das ist das perfekte Beispiel dafür, dass die Weiterentwicklung von Sprache etwas Gutes ist. Denn wenn du den Spruch vor 30 Jahren gebracht hättest, hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das nennen soll. Aber jetzt haben wir einen schönen Begriff dafür. Whataboutism. Christian schreibt, Gendern macht die Sprache kaputt. Studierende sind nur dann Studierende, wenn sie gerade studieren. Wenn sie essen, schlafen oder sonst was machen, sind es Menschen. Lieber Christian, das ist ein berechtigter Kritikpunkt. Das Partizip Präsens beschreibt eigentlich nur, was jemand jetzt gerade tut. Das Lustige ist nur, Studenten leitet sich vom lateinischen Partizip Präsens ab. Also von mir aus, lasst uns Studierende wieder weghauen. Also den Begriff, nicht die Menschen. Aber dann muss Studenten auch weg. Mein Vorschlag, wir ersetzen es durch Menschen mit Hochschulhintergrund. MB schreibt, der Fehler war, dass Frauen ohne Zustimmung ihres Mannes einen Beruf wählen durften. Ja, du hast recht. Also ohne Scheiß, ich dachte die ganze Zeit, mehr Gleichstellung würde das Problem lösen. Aber ihr könntet uns Frauen auch einfach wieder alle Rechte wegnehmen. Wenn es zum Beispiel keine Ärztinnen gibt, muss man das Wort auch nicht gendern. Und Jemjero schreibt, noch vor 10 Jahren wäre niemandem bis auf ein paar Hardcore-Feministinnen vielleicht aufgefallen, dass Frauen angeblich nur mitgemeint gewesen waren. Lieber Jemjero, lass mich dir mit einem Gedicht antworten. Das Weib, es weint und greint, beklagt, es sei bloß mitgemeint. Und das selbst sei nicht, wie es scheint, denn Weibesgeist wurde stets verneint. Es stimmt, wir Frauen jammern viel. Deshalb ab jetzt ein neuer Deal, das Femininum. Ganz generisch. Doch werdet bitte nicht hysterisch, damit bei euch kein Unmut keimt, seid ihr natürlich mitgemeint. Danke, Sarah Bosetti. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fühlte sich am Dienstag nicht mitgemeint. Beim Treffen der EU-Spitzen mit dem türkischen Präsidenten hatte ihr Erdogan einfach keinen Stuhl hingestellt. Sie war irritiert, hat dann aber auf der Couch Platz genommen und sich nie aus dem Konzept bringen lassen von Erdogans Dreistigkeit. Frauen sind notgedrungen, geübter darin, solche Situationen souverän wegzulächeln. Männer tun sich da oft schwerer. Erinnern Sie sich noch an den Aufstand, den Helmut Kohl mal gemacht hat, nur weil er einen Stuhl bekommen hatte, der ihm nicht passte? Ja? Wir zeigen es einfach nochmal, weil es so schön war. Das war Extra 3. Bis nächste Woche. Oh, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Machen Sie Fernsehaufnahmen, dann gehe ich nicht auf diesen Stuhl. Ja, ja. Dann geben Sie mir einen richtigen Stuhl. Das ist ja unmöglich. Na ja, gib mir mal den Stuhl. Komm. Das wird er doch nun wirklich sehr, das ist schon egal. Könnte ich denn in so einen Stuhl setzen? Ich meine, gerade neugeborene Kinder.
das für Bilder gibt. Gib dem Hans Dietrich auch einen. Nein, der nicht. Hans Dietrich setzt sich auf einen richtigen Stuhl, die machen Fernsehaufnahmen. Der ist höher. Nein, Entschuldigung, er ist es nicht. Sag mal, braucht ihr... Nee, bleib nicht auf dem Stuhl. Nicht, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?